Ich mach weiter, obwohl der Mond immer noch wirkt. Ich habe dafür sogar einen erklärbaren und auch einen annehmbaren Grund. Ich muss ja in die Schule auch noch morgen, heute in gewisser Weise. Und damit ich das tun kann, soll ich vielleicht auch schlafen. Und damit ich schlafen kann, muss ich meine drei Parts aufgenommen haben, weil ich immer drei Parts aufnehme in gewisser Weise. Oh, und die Ochskrax der Feigheit. Oh, nehme ich mit, nehme ich mit. Dafür aktiviere ich nochmal eine Falle, das ist es doch wert. Und Objekte, da lasse ich jetzt einfach mal was fallen, nämlich gucken wir mal bei alle wieder durch. Die Nordkriegsachse ist zwar schön, aber da ich hier jetzt was Besseres habe, kannst du weg. Und dafür, ach ne, dich behalte ich ja. Wie viel Schaden bringst du eigentlich? 13. 13, okay. Und die Axt des Orks. Eisenzweige, ach ja, ich habe ja noch so viel Müll bei mir. Der Krummsäbel mit seinen 18 und du mit deinen 17. Ach, nehme ich trotzdem dich. Und rüste dich auch aus und dich schmeiße ich weg. Und damit haben wir wieder ein bisschen Ertragglas. Dann gehe ich jetzt auf Q. Und du kommst auf die 1. Und irgendwo, da haben wir die Kette, um das hier zu öffnen. Und wieso sehe ich die Fallen nicht? Weil ich bekifft bin. Warum bin ich bekifft? Weil ich Zuma genommen habe. Warum habe ich Zuma genommen? Weil ich nicht gedacht hätte, dass es so schlimm ausgeht. Das dritte war ja jetzt billig. Auch nicht schon wieder so eine Clown-Geschichte. Oh, wir haben am Ende wieder so einen super Gegner, ne? Oh, das ist ja blöd, das ist ja echt blöd. Ich habe keinen Bock drauf. Ja, ich geb's offen zu, ich habe keinen Bock drauf. Jemand unter den Toten. Sterblicher Alter! Alter, was hast du denn für Leiden? Lizenz des Phantoms, Gold, Patchy für alles und solchen, bla bla bla. Was ist das denn bitte schön für ein Geist? Ein Balsamierungswerkzeug. Ach, Begräbnisurne. Mit 14 Gold. Joa. Ein Alchemielabor. Ein Eimer. Stuhl. Eine Urne! Gold und Gold und Granatring. Zaubertrank der Magiker. Ein Trollschädel. Stahlstulpenstiefel. Schale. Essenz des Phantoms. Ein Beutel kann ich dich so mit 2 Gold. Und das Tagebuch. Lesen wir uns auf jeden Fall durch, ne? Das Tagebuch von Vendelius Gatarian. Ey, der hört, das sagt man wirklich so. 18. Morgenstern, 4. Ära 200. Ich habe mein Lager im Inneren des Hügelgrabes aufgeschlagen. Das muss der Ort sein. Allen meinen Nachforschungen zufolge muss sich die Grabkammer hier befinden. Jetzt brauche ich nur ein wenig Zeit, um ungestört nach der Klaue suchen zu können. Sie muss hier irgendwo verborgen sein. 25. Morgenstein, 4. Ära 200. Das war eine knappe Sache heute mit diesem Schwachkopf Wilhelm. Wilhelm? Wilhelm Tell? Ha. Wilhelm. Er stand kurz davor, das Hügelgrab zu betreten, doch ich konnte ihn verscheuchen, indem ich mit ein paar Tonjam in einem Beutel klapperte. Diese Leute sind viel zu abergläubisch. Das bringt mich auf eine Idee. 28. Morgenstein, 4. Ära 200. Boah, alles 200 und immer diese 4. Ära.
ne? Und alles Morgenstern. Nach einigen Fehlschlägen ist es mir gelungen, eine Mixtur zu erstellen, die funktionieren sollte. Der Schimmer ist perfekt. Ich sollte genauso aussehen wie einer der Geister, von denen die Bewohner von Eberstadt glauben, dass sie in diesen Hügelgrab spuken. Ich werde es morgen ausprobieren. 29. Morgenstern, 4. Ära 200, also genau der darauffolgende Tag. Ach, Erfolg, es hat besser geklappt, als ich mir hätte träumen lassen. Ich musste lediglich nachts vor dem Eingang zum Hügelgrab herumwandeln und mit den Armen fuchteln. Ich hätte beinahe laut losgelacht, als sie weggerannt sind. Das sollte sie fernhalten, während ich meine Suche nach der Klaue fortsetze. Oi, jetzt haben wir Herzfeuer, nämlich den 11. 4. Ära 200, immer noch. Es ist fast ein halbes Jahr vergangen und noch immer gibt es keine Spur von der Klaue oder irgendwelchen Hinweisen auf ihren Verbleib. Es ist zum Verrücktwerden. Sie muss hier sein. Ich kann es nicht riskieren, Hilfe anzuheuern, also muss ich alleine weitermachen. 20. Sonnenuntergang, 4. Ära 200. Sie ist nicht hier. Sie kann nicht hier sein. Das darf nicht sein. Es sind bestimmt die Leute von Eberstadt. Sie müssen mich durchschaut haben und spielen nur mit mir. Oh ja, sie spielen mit mir. Sie wollen die Grabkammer selbst finden und die Reichdämmer für sich behalten. 18. Abendstern, 4. Ära 200. Wieso? Wieso quälen sie mich? Wieso vernichten sie mich nicht einfach? Ich bin... Wer bin ich? Mein Verstand umwölkt sich. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich muss mein Tagebuch lesen, um mir meinen Ziel ins Gedächtnis zurückzurufen. Bin ich ein Teil dieses Grabs? Ist meine Bestimmung, es zu beschützen? Was geschieht nur mit mir? Kurze Nebeninformation, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, aber vorne draufstehen habe, Tagebuch von... Das ist doch Humbug. Erste Ära 1050. Okay. Viele, 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 viele Jahre zuvor, weil von wegen vierte Ära und jetzt ist es die erste. Sie werden mir meinen Schatz nicht nehmen. Sie werden für ihre Verbrechen teuer bezahlen. All jene, die diese Mauern betreten, werden meinen Zorn zu spüren bekommen. Meine Macht, ich bin der Hüter des Feuerschleierhügels. Wer sich mir widersetzt, wird sterben. Ja, okay, nehme ich mit. Ja, okay. Das war ein schönes Tagebuch. Wir wollen jetzt nicht warten, sondern die Waffe wegstecken. Ich bin immer noch bekifft. Mein Name ist Feldo. Und wir haben einen Geist getötet, der angeblich kein Geist war, sondern nur eine Mixtur benutzt hat, um so auszusehen wie ein Geist. Jetzt ist noch heute zu wissen, ach ja, hierher. Ja. Ah nee, hier bin ich falsch abgebogen. Dann muss ich jetzt hier... Muss ich erstmal hier wieder mit den Hebeln spielen. Och, leckt mich doch alle am Arsch. Ach so, wenn die beiden oben sind, ist der unten und andersrum. Gut, wenn die beiden also oben sind, ist der und damit gleich die Tür einzeln bedienen. Gut zu wissen. So, habe ich also auch das Rätsel gelöst, ohne es lösen zu wollen. Oh, ich möchte endlich wieder ein scharfes Bild haben. Herrgott, noch eins. Ja, aber ich hoffe, die Stimmumstellung hat euch gefallen fürs Buch. Also ich finde mich persönlich ja gut anhörend. Ich habe keine Ahnung, wie es in der Aufnahme sein wird. Wenn es in der Aufnahme auch gut ist, dann ey, super, dann werde ich die meisten Bücher mit verstimmter Stimme erzählen, vorlesen. Wenn es allerdings so ist, dass es sich vollkommen scheiße anhört, dann lasse ich es lieber sein. Aber am besten ist es, wenn ihr es mir sagt. Allzu viele Besucher hin.
Es sei denn, Sie sind unterwegs nach Hochrotgar. Das habe ich im Feuerschleierhügel gefunden. Tagebuchbereich. Lasst mich mal sehen. Das ist doch nicht zu fassen. Dieser Vindelius hat sich das Ganze also nur ausgedacht. Nicht zu fassen, dass wir so dumm waren. Mhm. Nun, es ist das Mindeste, euch dafür zu entschädigen, dass ihr euch um ihn gekümmert habt. Wenn ihr keinen Lohn wollt, so betrachtet es als Geschenk. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Ich habe von einem Burschen in Windhelm gehört. Aventus Aretino. Es heißt, er habe das Schwarze Sakrament durchgeführt, um Kontakt mit der dunklen Bruderschaft aufzunehmen. Verdammter Dummkopf! Sprich mit Aventus, könnt ihr mir etwas... Wenn ihr zum Kloster hochsteigt, dann passt auf, wo ihr hintretet. Es ist ein langer... Die dunkle Bruderschaft, die kommt mir bekannt vor. Die dunkle Bruderschaft, das war doch... Ach egal, irgendwas ganz Wichtiges halt. Und ich glaube, die sprechen mit Aventus, Averentira, bla bla bla, Dingenskirchens halt. Und dafür muss ich nach oben, nach Windhelm. Oh mein Gott, ich muss nach Windhelm. Ja, okay. Hey, wer bist du denn? Wache? Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Können wir gerne machen. Nee, können wir nicht. Ich sehe dafür zu schlecht. Wegweiser, wo lang geht es nach Windhelm? Ich habe Flusswald. Flusswald müsste funktionieren. Von Flusswald muss ich dann praktisch über Weißlauf dann nach Windhelm. Das müsste funktionieren. Ist Windhelm nicht im Sturmmittelgebiet? Also ich glaube, bei dieser Bürgerkriegsgeschichte... Helden? Iverstad? Dann bist du auch Iverstad und dann bist du... Du bist... Riften? Übersetze ich einfach mal so. Weißlauf? Oh. Und unser erster freifliegender Drache. Und er will uns anscheinend nicht angreifen, was ich ziemlich schade finde. Hey! Digga! Ja, die Pfeile fliegen ein bisschen, deswegen ziehe ich ein bisschen im Voraus, in der Hoffnung zu treffen. Ach, vielleicht soll ich auch einfach mitzulaufen. Ich kann die Entfernung nicht einschätzen, ich bin zu bekifft. Nee, ich glaube, der ist weg. Ja, okay, und wo wir schon hier sind, dann kann ich jetzt auch den kompletten Weg querfeld einlaufen. Vielleicht finden wir hier sogar was Hübsches. Man weiß ja nie. Ich glaube, das hinten ist wieder so eine Banditenfestung. Und hier haben wir ganz leichtes Wasser. Wo ich uns auch nicht entscheiden kann, ob er schwimmen möchte. Oder laufen. Oder laufen. Oder laufen. Ah, hier hatten wir es wieder. Und jetzt geht's wieder rüber zum Schwimmen. Ah, ja, schön, dann haben wir's perfekt. Dann habe ich auch nicht blöd kommentiert. Ne? Weil so ein Live-Commentary, hahaha, also so ein Let's Play, das macht sich ja auch nicht so von alleine. Och, mein Gott, bekifft jetzt gegen Krieger kämpfen ist schwer. Sei denn, hier ist mal einer zu bekämpfen. Und das macht das Ganze dann ja ultra einfach. Dann gucken wir einfach mal in die Kommode mit Schüchen.
Stahlkriegsaxt, die schon was wert ist, aber wir haben zu wenig Tragglas. Was denn jetzt? Ja? Ach, das sind einfach nur Wachen. Hey, cool. Wo ich mich einfach nehmen darf. Ja, bitte. Wir sind ja einfach hier, guck. Vorsichtig. Wachen. Einfach wachen. Hier wohnt einfach jemand. Das ist ja auch cool gemacht. Ey, richtig nett hier. Hier, ich darf auch alles mitnehmen, wenn ich will. Gold hier. Steht nirgendwo Clown oder dran? Und das ist ja hier der Hammer. Wow. Ja. Wo ein Ork, fast mit derselben Frisur wie ich. Ich bin nur ein bisschen ausgewachsener als er, deswegen. Was gafft ihr so? Alter, ich bin Ork, also halt die Klappe. Ach, und so zum Zeigen. Das da hinten, wo jetzt die Pfeilspitze drauf zeigt. Das da hinten ist Windhelm. Also müssen wir das gesamte Gebiet hier überqueren. So, damit ihr so einen Hauch an Ahnung habt, was wir noch am Weg vor uns haben. Autsch. Nein, doch nicht. Cool. So, dann und das wollen wir jetzt zu Kerfeld einmachen. Das ist ja echt die doofste Idee, die ich hier hatte. Innerhalb dieses Let's Plays. Ich wissen werde, dass ich da unten jetzt den Fluss treffe, will ich springen. Ach, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So heißt es doch so schön, ne? Okay, im Rücken kratzen und dann hinein. Ach, Kacke. Also, wissen wir, so treffe ich es nicht. Man sagt die persönlich auch, verdammt, ich wollte nicht lesen. Da lese ich dann während des Renderns oder so. Aber jetzt, Geronimo! Ne, treffe ich nicht. Aber schön ist das immer gleich verreckt bei der Landung, ne? Aber jetzt bin ich drin, jetzt bin ich drin. Ich schaff's rein, oder? Nein. Ach, da unten ist auch noch Land. Okay, also muss ich doch noch ordentlich runterkraxeln. Alter, wo habe ich denn da jetzt den Stein berührt? Aber ich bin wenigstens im Wasser angekommen. Mensch, dann laufe ich halt eben nochmal. Oh. Nein. Wir wollen nicht stürzen, Ork. Jetzt wollen wir stürzen. Weil wir jetzt auch das Wasser treffen. Wir treffen das. Och! Ganz knapp daneben. Ich bin genau. Och, guck mal, wir machen einen schönen Tag am Strand. Ich glaube, das nenne ich jetzt Let's Fall. Ihr versteht das Wortspiel, oder? Oder auch nicht, selbst wenn nicht, dann ist nicht schlimm, weil dann habe ich mir jetzt ein schönes Wortspiel ausgedacht. Und das ist schon wieder ein blödes Ding. Yay! Kriegshammer! Ja, ich werde höchstwahrscheinlich auch irgendwann mal wieder mit Schwertern kämpfen. Und Zweihandwaffen werde ich auch irgendwann nutzen. Nur später. Och mein Gott, Ork, was bist du für eine Memme? Das ist ja echt eine Memme, unser Ork hier. Aber ich dachte, Orks seien stark, groß, kräftig, muskulös. Vor allen Dingen meiner. Aber jetzt aber, ne? Jetzt schaffen wir es ohne zu sterben. Ohne sterben, genau. Jetzt schwimmen wir ein bisschen mit dem Fluss. Über den Wasserfall. In die spitzen Felsen. Okay, ich hätte vielleicht irgendwo auch abspeichern können.
Ja, hätte ich tun sollen, dann wäre es vielleicht nicht so ganz blöd ausgegangen. So, versuche ich es noch einmal runter zu kraxeln. Diesmal werde ich unten aber auch speichern, sofern ich jemals lebend unten ankomme. Da ich das ziehe ich es mir schon mal so an, also speichern. Und am besten nicht E drücken, sondern Leertaste. So, jetzt schwimmen wir aber nicht runter. Doch, wir schwimmen anscheinend runter. Ich möchte aber gar nicht runter schwimmen. Ach mein Gott, ich stand doch praktisch schon da oben irgendwo. Mensch, scheiß Spiel. Nein, das ist nicht. Das ist ein geiles Spiel, aber ich bin scheiße, bin zu scheiße zu bedienen. Jetzt aber schön nochmal ins Wasser. Und jetzt springen wir nicht runter, Ork. Wir springen nicht runter, wir springen nicht runter, wir springen nicht runter. Ja, wir landen hier auf dem Feld. Drücken F5. Und springen. Jetzt ins Wasser, durch dieses komisch aussehende. Nochmal runter. Wo war da jetzt ein Stein? Habt ihr den Stein gesehen? Ich nicht. Und ich kann die Texte nicht lesen, da mein Ladebildschirm zu schnell ist. Also, so geht's doch. So, und dann hoffe ich gleich mal irgendwo an Land gehen zu können. Wow. Doch ein ziemlich nasser Pfad, den wir uns hier ausgesucht haben. Boah, hier möchte ich gerne mit dem Boot langfahren. Ne, jetzt wirklich, hier würde ich das gerne mal machen. Hier muss Bootfahren sicherlich cool sein, so voll Spaß machen. Dunkelwasserkreuzung entdeckt. So, jetzt können wir wieder 5 drücken, weil wir wieder an Land sind. Arbeit? Wir könnten in der Mine zusätzliche Helfer gebrauchen. Bringt mir einfach so viel Korundum, wie ihr ausgraben könnt. Ja. Bitte! Jemand muss etwas unternehmen! Ja. Ja. Oh, verdammt, das war blöd, das war blöd, das war blöd. Im Namen des Jahr. Keine Bewegung. Da lade ich es einfach mal laden. Weil das haben wir ja nicht gemacht. Sowas machen wir nicht. Wir töten ja nicht den Feind. Ja, wir töten nicht den Feind, aber wollte ich eigentlich Freund sagen. Arbeit? Wir könnten in der Mine zusätzliche Helfer gebrauchen. Sagt mir einfach so viel Korund, wie ihr ausgraben könnt. Bitte, niemand muss etwas unternehmen. Talos, was für euch? Ihn töte ich. Ich möchte hier einen Bonuspunkt kriegen. Dafür sollte der vielleicht mal aus dem Weg gehen. Könnt ihr es mal? Kaiserliche Armee wird euch vernichten. Und wir sind jetzt die sturmmännliche Feinde? Das war's schon. Mensch, dann laden wir jetzt noch einmal. So, und dann lassen wir jetzt einfach mal komplett da die Hilfe sein. Da helfe ich aber nie wieder. Wartet! Ist so. Zum Ruhm des Kaiserreichs! Hey, ich würde gerne mit dir reden. Ich würde immer noch gerne mit dir reden. Hallo, ich möchte mit dir reden. Hallo, ich möchte mit dir reden. Reden, 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 reden. Wohin rennst du überhaupt? Na, vielleicht bringt er uns ja aber noch Windhelm. Ach, oder ist mir egal.
Rock? Ich warte auf einen würdigen Tod. Geht, wenn ihr nicht hier seid, mir einen würdigen Tod zu bescheren. Ein guter Tod? Ja. Würde ich mich einfach hinlegen und sterben, würde es Malakat nicht gefallen. Vielleicht könnte ich euch zu eurem so lang ersehnten Tod verhelfen. Vielleicht. Seid ihr euch da sicher? Mein Gott! Ich bin mir sicher, ich werde euch einen angenehmen Tod bescheren. Wir werden sehen. Ach ja, das ist die Axt des Feiglings, ne? Die da immer abhauen lässt. Ne, bevor du im Wasser bist, lass mich dich noch eben ausrauben. So, mehr Wertvolles hat er ja jetzt nicht. Hat uns Yuri jetzt schon zwei Säbelzahntiger schön erlegt. Oh, war auch spaßig. Macht Spaß, alte Orks zu töten. Denn ein alter Ork, der weiß, warum er sterben möchte. Also bei den Orks ist das was ganz Tolles. Wenn da einer sagt, ich möchte tot sein, dann kannst du dir auch 100% sicher sein, dass er tot sein möchte. Haben wir gerade, die Festung ist jetzt feindlich und ich bin gleich tot. Dann speichere ich doch lieber. Weißlauf Windhelm. Geht in die Richtung scheinbar. Dabei ist der Winter. Ach, ich laufe wieder querfeldein. Kann doch echt nicht angehen, dass ich wie blöde hier durchs Land gehetzt werde. Um dann am Ende doch wieder rauszufinden, dass ich einen kompletten Umweg nehme, statt querfeldein, der mich direkt zum Ziel bringt. Naja, das ist doch echt nicht wahr. So, dann nehmen wir mal ein kühles Bad. Ja. Haben hier ein kleines Holzproblem. Vor dem wir lieber abhauen. Obwohl. So, da hinten haben wir jetzt noch einen Wolf rumschlendern. Versucht von mir abzuhauen. Den ich jetzt aber gefinisht habe. So wie es sich gehört. Für einen echten Ork. Ja, ich weiß gerade nicht, was ich groß sagen soll. Ich bin bekifft und es stört mich einfach nach wie vor. Und das ist der Grund, weshalb ich auch so wenig kommentiere, weil ich einfach gerade versuche damit zu leben, dass mein Bild so kacke ist. Was haben wir denn hier? Mischwassermühle. Okay. Und dann gebe ich jetzt in der Richtung nach Windhelm gehen und hier haben wir wieder einen Pfad. Guck mal, jetzt haben wir wieder einen Pfad und vorhin wären wir dem Pfad gefolgt und kämen komplett woanders raus, ne? Das werde ich mit euch. Das weiß ich, weil ich es einfach weiß. Oh. Wann hört endlich auf, das Koma zu wirken? Mensch. Wäre keine gute Idee, direkt mit einem Bogen zu kämpfen. Vor allen Dingen nicht, wenn man dann ist, dabei ist zu sterben. Essenz des Phantoms, du nimmst Geistform an. Ein Glück, dass die Axt dazu da ist, dass die Feinde abhauen.
Wölfe? Jo, Wölfe. Falsche Taste, Entschuldigung, ich wollte eigentlich eins drücken. Und Stufenaufstieg. Ich weiß auch, dass er gleich hochkommt, ne? Oder ich bin also mal so richtig hasse und erschließt den so. Jo, okay, den Säbelzahntiger sind wir los. Der Wolf, der kommt gleich, das spüre ich in den Knochen. Vor allem in den Knochen, die ich da jetzt raushole. Mit dem Finisher. Das trifft sich ja schön. Gut. Ich wollte eigentlich den Bogen weglegen. Oh, guck mal, wir haben überlebt, haben unsere letzten Heiltränke weggeschmissen. Wir sind immer noch bekifft, nach wie vor, obwohl wir uns Heiltränke und dergleichen alles schon reingepfeffert haben. Und damit habe ich auch offiziell keine Idee mehr, wie ich das loswerden kann, abgesehen von abwarten. Und da muss ich sagen, dass meine Zeit mir doch zu kostbar und ich sehe gerade, wir haben ein Partende. Die Parts sind ja schon allzu lang. Also. Stelle ich mich hier auf das Felsche, wir gucken uns da hinten das Hütsche an. Das Hütsche wie im Weißlaufstil. Auch da hinten haben wir schon Stelle, cool. Also, auf Wiedersehen.